Was geht ab, Freunde? Ich bin der Helgeming und willkommen zurück zu Stranded Deep, Staffel 2, Folge 2. Und ich muss leider hier gerade noch ein bisschen was wiederholen, denn mein PC ist ein bisschen abgekackt, mein Spiel ist abgestürzt, aber zum Glück habe ich nicht viel wirklich gemacht. Ich habe hier eigentlich nur so ein kleines Campfeuer gemacht. Deswegen machen wir das gerade nochmal neu. Ich hatte ein bisschen PC-Probleme, auch mit dem Grafikkartentreiber zum Aktualisieren. Hat ein bisschen gespunnen, auch hier mit dem Setting so ein bisschen rumgefummelt. Aber jetzt läuft's und sieht auch gut aus und das ist ja das Wichtigste. So, wir werden jetzt ein bisschen Logs hacken nochmal, weil wir letztens mal zwar auch gemacht, aber mal, was the fuck, warum sind die weggesprungen hier? Okay, das passiert dann auch mal. Ja, wir werden dann uns aber auch jetzt hier mal direkt in dieser Folge ein bisschen die Schiffswracks angucken, gell? Weil da gibt es ja auch Schiffswracks und hier gibt es sogar einige. Wir haben ja auch noch einen Hai direkt vor der Schnauze, da ist jetzt schon wieder so ein scheiß Stick weggeflogen. Wir müssen erst ein bisschen Sticks sammeln und craften. Das Ganze sieht hier wirklich sehr geil aus. Schaut euch mal die Grafik an. Oh, Wahnsinn, richtig geil. Also da wäre ich auch sehr, sehr gerne gestrandet. Das ist einfach nur geil, wie das hier aussieht. Und ja, mit dem neuen Gameplay freut mich das auch sehr. Auch der Strand, wie er hier aussieht, mit den neuen Texturen. Sehr, 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 sehr geil. So, machen wir noch ein bisschen Driftwood noch hier ein bisschen kaputt. So, das reicht aber auch für jetzt, denn ich möchte mir als erstes mal so ein kleines Feuerchen machen. Ne? Feuerchen ist sehr gut. Campfire. Auf geht's. So, machen wir direkt hier davor. Dann werden wir uns noch gleich noch ein Campfire-Pit noch machen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Steine. Ja, ich habe zu wenig Steine. Ich brauche noch einen Stein. Hier haben wir dann auch nochmal ein Bucket. Und diesen Bucket werden wir dann auch gleich mal benutzen, um ein Water Still zu bauen. Denn das ist auch sehr wichtig, damit halt eben zwischendurch immer schön Wasser gesammelt wird. Und schaut mal einfach, wie schön das Ganze hier aussieht. Ja, die Grafik ist echt ein Wahnsinn. Das haben sie so geil gemacht, das neue Update. Ist jetzt auf DirectX 11. DirectX 11, ich kann kein Deutsch, vor lauter geil. Und auch das Wasser und so, wie das alles hier einfach nur aussieht, ist einfach nur Bombe. Ja, optisch echt das schönste Survival-Spiel weit und breit, was man finden kann. Und auch spielerisch sehr geil. Ja, mittlerweile, schaut mal, vorne ist ein Wildschweinchen. Ja, Wildschweinchen, lauf weg. Ich werde dich früher oder später sowieso töten. Noch nicht, ja. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber sie wird kommen. Ja, früher oder später bist du dann auch tot. Erstmal muss ich mich aber ein bisschen um wichtige Dinge kümmern. Zum Beispiel auch um Trinken. Denn mein Trinken ist ganz unten. So. Hier haben wir noch ein paar Fibrous Leaves. Da haben wir noch ein paar Früchte. Seht ihr, wie schön das gestapelt wird. Ich finde das echt cool. So. Und dann ein bisschen unser Trinken auffüllen. So. Sehr schön. Und jetzt geht's dann wieder weiter. Ohne Scheiß, das Spiel macht wirklich mega, mega Bock. Oh, hier haben wir wieder ein paar Möwen. Da kommen wieder ein paar Möwen vorbei. Hallo Möwen. Grüß euch. Das Ganze sieht echt ein bisschen lebendiger aus. Leider kann man die noch nicht töten. Na, wäre cool, wenn man die mit Pfeile abschießen könnte. Aber noch geht das leider nicht. So, machen wir hier mal die Dinger. Ne, Woodsticks behalte ich. Woodsticks lasse ich bei mir. Die brauchen wir. So, Campfire Pit. Können wir machen, denn das brauchen wir natürlich, um dort jetzt einfach so ein Campfire Spit drüber zu machen. Da brauche ich aber zwei Lashings. So, Moment. Lashings habe ich noch zu wenig im Moment. Aber nicht so schlimm. Was brauche ich denn noch für ein Water Still? Da brauchen wir noch einen Stein einfach nur. Okay, dann werden wir noch ein bisschen Steine sammeln. Und halt generell noch so ein bisschen gucken, was wir denn noch so brauchen. So, Lock lasse ich da. Palm Front lasse ich auch da. Brauche ich nicht wirklich. Habe ich noch eins in der Hand? Ja, habe ich noch eins. Sticks kann ich eigentlich auch alle hier lassen. Ne? Da ist ja eher so mein Crafting-Gebiet. Ist ja hier. Ne? Hier werde ich alles craften. So, alles einfach liegen lassen. So, ja, auch das da kann man da lassen. Brauche ich nicht. Steine behalte ich bei mir. Tarp kann man auch. Oh. Ah, hier ist es. Okay, schön. Das fliegt halt noch so ein bisschen durch die Gegend. So, gut. Wir holen uns ein bisschen neue Sachen. So, lass mich noch ein bisschen Palm Tree noch kaputt machen, den Jungen. Ja, der arme kleine Junge Palm Tree. Oh mein. So, was habe ich gerade gesagt, brauche ich noch? Ich glaube, ich brauche noch Steine. Genau. Ich brauche Steine. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Auf der Insel. Da, mein Wildschwein mit. Opa. Komm. Komm her, Wildschwein. Du wirst sterben, Wildschwein. Stirb. Yes, es ist tot. Ist es tot? Nee, jetzt läufst du weg. Es hat sich totgestellt. Das Wildschwein hat sich totgestellt. Ich habe gedacht, ich kann dich töten mit der Axt eigentlich. Oh! Oh, fuck, habt ihr das gescheiße? Das war die Schlange. Shit. Shit, mich hat die Stange vergiftet. Die Schlange meine ich. Holy shit. Ich wurde gerade von der Schlange. Alter, was ich gerade für einen Schock hatte. Fuck. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Also mein Leben ist nicht irgendwie runter. Ich hoffe, das ist keine giftige Schlange. Scheiße. Jetzt hatte ich echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Holy fuck. Das war nicht nett. Das war gerade absolut nicht nett. Eine fucking Schlange hat das Wildschwein gerettet. Oh, Wahnsinn. Aber ja. Interessant auf jeden Fall. Jetzt muss man auch vor Schlangen aufpassen. Hier ist noch ein zweites Wildschwein, das hier noch irgendwie rum
begeistert. Finde ich sehr, sehr schön. So, Palm Tree, du musst down. Jawohl. Da noch eins. Das brauchen wir nämlich. So, wir werden mal hier zum ersten Wrack rüber. Schildkröten wären hier noch geil. Wenn sie noch so fette, schöne Schildkröten geben würde. Das wäre echt auch noch sehr nice. So, so suchen wir mal hier ein bisschen das Schiffswrack. Meistens gibt es hier draußen auch noch so eine kleine Kiste. Gibt es aber hier nicht, leider. Aber egal, dann schauen wir uns einfach mal im Schiff um. So, komm. Ja, gehst jetzt drauf? Jawohl. So, ich muss aufpassen vor Haien. Nicht, dass hier jetzt irgendwie herkommt. So, aufmachen. Bin immer gespannt, ob wir vielleicht irgendwas Sinnvolles finden. Ein Propeller brauche ich jetzt nicht wirklich im Moment. Und was haben wir da? Da haben wir ein Knife. Okay, nehmen wir auch. In der Konsole müsste noch was sein. Da haben wir noch einen Propeller. Ja, mit zwei Propeller brauche ich nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber okay. Besser als nichts. Sonst haben wir hier nicht wirklich irgendwas. Da drüben geistert auch ein Hai rum. Das heißt, wir müssen aufpassen. Aber ich bin mal so mutig und schwimme zum nächsten Wrack. Ich bin mal so mutig, komm. Ich bin einfach mal cool, ich bin mutig. Ich schaffe das. Haie können mir einen Schwanz lutschen. Ich pack das. Scheiß auf Haie. Haie sind schwul. Jawohl. Gut, die Haie patrouillieren, glaube ich, auch so ein bisschen. Die sind nicht immer da. Die sind mal da, mal sind sie nicht da. So, durch hier. Und gleich mal hier den ersten Spind geguckt. Oh, da haben wir eine Axt und da haben wir Cloth. Cool. Mit Cloth kann ich nämlich mir Bandagen machen. Das ist natürlich nice, wenn ich mal bluten sollte. Bandage drauf. Alles gut. So, nochmal hinein hier. Irgendwo hier sollte nämlich noch was sein. Oh, da haben wir noch eine Kiste. Hardcase und die ist leer. Wahnsinn, das Spiel trollt mich. Das Spiel mag mich nicht. Das Spiel verarscht mich. Fuel Tank, auch nice. So, und wieder weg. Wieder weg, wieder weg. Ich brauche Luft. Oh, verpiss dich, du scheiß Lionfisch. Die sind giftig. Scheiße, ich glaube, der hat mich vergiftet, oder? Hat er mich vergiftet? Nö, hat er nicht. Sonst bekommen wir dann so rote Punkte auf der Hand. So, da haben wir noch einen Hardcase. Da ist auch nichts drin. Mann, das verarscht mich, das Spiel. Bei den Hälften, der Hälfte von den Sachen sind gar nichts drin. Ich kann auch kein Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Okay, mal schauen, ob wir hier unten vielleicht noch irgendwas finden. Kommen wir von der anderen Seite. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Vielleicht aber auch nicht. Ne, ich glaube, das war's. Das war's. Nicht so Fettbeute gemacht, leider. Das ist doof. Das ist doof. Okay. Hatten wir noch nicht hier irgendwo noch einen Wrack? Ich traue mich nämlich jetzt gerade nicht so viel hier rum zu schwimmen, weil hier ein Hai durch die Gegend geistert. Ne, egal. Dann werden wir das jetzt noch nicht machen. Dann schauen wir dann später noch nach dem Wrack. Erstmal müssen wir sowieso gucken, dass man genug Essen und Trinken hat. Ja? Das ist Nummer 1. Und dann kann man sich ein bisschen umschauen für andere Dinge. Davor ist das nicht so intelligent. Okay, nee, das sind die einzigen zwei Wracks. Sonst habe ich hier keine Wracks. Ne, nee, sonst habe ich hier keine. Okay, gut. Was habe ich noch gebraucht? Stein habe ich noch gebraucht. Ich muss aufpassen vor die fucking scheiß Schlangen, Alter. Der hat mich echt eiskalt erwischt. Der ist aber nicht so nett. So, Fibrous Leaves brauchen wir sowieso auch. So, nehmen wir das alles nochmal mit. Brauchen wir. So, wir werden uns ja später sowieso ein eigenes Schiff bauen. Schiff bauen kann ich nicht. So gut bin ich auch wieder nicht. Aber ein Bötchen können wir uns bauen, ne? So ein kleines Floß. So. Finde ich aber gut, dass es mittlerweile echt viele... Oh, schon wieder eine Scheißschlange. Oh, die ist voll ekelhaft. Verpiss dich. Meine Fresse, jetzt habe ich ein bisschen Leben verloren. Jetzt habe ich Leben verloren. Wegen der fucking Schlange, Alter. Meine Fresse. So, Lashings. Okay, haben wir ja einiges. Machen wir gleich. Aber echt interessant. Die Schlangen haben sie echt auch gut detailliert. Ja, die ist sehr hässlich. Also wenn ihr Angst vor Schlangen habt, spielt nicht dieses Spiel. Denn man kann sie noch nicht töten. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man sie noch nicht töten kann. Ja, kann man aber erst später. So, wir haben auf jeden Fall mal so ein Spit. Und da kann man halt jetzt auf jeden Fall auch mal irgendwelche Sachen drauf machen. So, ich brauche noch einen Rock. Dann könnte ich mir noch einen Waterstill machen. Ja, machen wir jetzt auch... Auf der Suche nach The Rock. Mal schauen, ob The Rock auf dieser Insel ist. Das wäre jetzt beschissen, wenn ich jetzt genau einen Stein nicht finden würde und mir genau ein Stein fehlt, um das machen zu können. Das wäre ziemlich scheiße, wäre das. Muss ich schon sagen. Das wäre große Scheiße. So, hier noch ein Palm Tree. Bam. Kaputto. Wenn wir schon dabei sind. Aber ja, man muss aufpassen, denn hier können überall irgendwelche Schlangen sein. Man kann die echt erschrecken durchgehend. Schon krass. Haben sie gut gemacht. Die verstecken sich auch sehr gut im Gras, Mann. Da ist eine! Boah!
Seht ihr das? Der Dingel sieht so zusammen, aber wenn man da zu nahe kommt, dann geht sie in Angriffsmodus. Habt ihr das gesehen? Schaut mal. Seht ihr das? Die merken das schon auf Distanz, dass ich schon da bin. Und man erkennt die kaum. Man erkennt die kaum. Und auf einmal springen sie dann einem entgegen. Aufpassen. Aufpassen. Ich hasse Schlangen, Alter. Aber gut animiert. Okay. Sieht nicht so aus, als ob ich hier noch irgendwelche Steine finden würde. Das ist natürlich scheiße. Ich glaube, diese Insel ist steinlos. Diese Insel ist steinlos. Das ist natürlich scheiße. Was machen wir denn jetzt? So, was ich jetzt machen werde, ist mein Inventar mal kurz ein bisschen entleeren. Ah, das müssen wir als erstes machen, denn ich habe viel zu viele Sachen dabei und ich will rüber auf eine andere Insel. Ja, ich will auf eine andere Insel. Um mir dort ein paar Sachen anzuschauen. Da ist noch eine Möwe. Grüß dich, Möwe. Hast du vielleicht irgendwo Steine gesehen? Kannst du mir helfen? Nö, du fliegst einfach davon, behindert. Okay, dann flieg davon, hilft mir nicht. Ich brauche genau einen Stein und hab keins. Das ist natürlich scheiße. Ich habe hier aber noch Cloth, das lassen wir noch hier. So, meine wichtigen Sachen lassen wir jetzt alle hier so auf der Seite. So. Propeller, beide kann man da lassen. Und seht ihr, das ist das Coole an Volumetric Clouds. Ja? Dass die halt eben die Sonne verdecken können und ist das Ganze halt eben so ein bisschen anders. Sie können auch die Lichtstrahlen dann durch die Wolken durch, je nachdem wie die Wolken halt eben sind. Und das finde ich echt sehr, sehr geil gemacht. Ja? Das hat halt eben irgendwie so einen richtig, ja, coolen Touch irgendwie. Dass die Welt halt auch wirklich ein lebendig vorkommt. Auch mit den ganzen Lebewesen und so. Machen die richtig nice. So, weil ich ja hier eine Axt schon habe, lasse ich diese Axt da. Und Bogen brauche ich im Moment auch nicht. Zwei Steine habe ich dabei, die lasse ich auch hier. Ja, hier werden meine Steine halt eben so sind. Sind. Deutsch, kein Deutsch. Hier werden meine Steine dann sein. So, hier haben wir noch ein Bucket. Brauche ich jetzt nicht. Kokosnuss. Soll ich die mitnehmen? Ja, Kokosnüsse kann ich eigentlich mitnehmen, weil ich werde sicher dann auch Durst bekommen. Ich habe leider gerade keine Dinger da. Diese kleinen Früchte habe ich leider nicht im Moment. Das ist schon ein bisschen doof. Aber wir haben hier in der Nähe Inseln. Das ist gut. Jetzt muss ich schnell zu meinem Raft. Und dann werden wir mal schnell zu einer Insel rüberdüsen und mal schauen, ob wir dort ein bisschen was finden. Ja, unbedingt Steine. Ich werde mich dann voll machen ein bisschen mit Steinen. Diese Insel hier ist nicht so gut. Ich habe hier halt auch nicht so viele Dinge, leider. Ne? Also vielleicht bleibe ich hier auch gar nicht. Schauen wir mal, vielleicht finden wir auch eine andere Insel, die mir ein bisschen besser gefällt. Werden wir dann gleich mal sehen. Aber im Moment mal auf jeden Fall nicht. Im Moment, glaube ich, werde ich hier doch noch hier bleiben. Mal schauen. Wir werden uns mal diese Insel drüben jetzt angucken. Ja, ob die vielleicht ein bisschen geeigneter ist für uns. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt langsam rüber schwimmen, beziehungsweise rüber... Ja, rüber schwimmen ist jetzt nicht ganz. Wie nennt man das? Rüber paddeln. Ja, obwohl ich kein Paddel habe, aber ist egal. So, da werden wir jetzt hin. Und mal schauen, ob wir dort irgendwas finden. Die Wellen haben sie auch ein bisschen besser gemacht. Auch die ganze Grafik sieht einfach nur Bombe aus. Das ist ein Wahnsinn. Man möchte gar nicht aufhören, hier irgendwie das Spiel zu spielen. Vor lauter geiler Grafik einfach. Sehr, sehr nice. Jetzt ist die Sonne ist auch gar nicht ganz rausgekommen gerade. Aber sieht trotzdem nice aus. So, da hinten ist diese Insel. Hier ist dann meine Insel. Muss ich mir da merken natürlich. Oh, jetzt ladet es nach. Dann duckelt er so ein bisschen. Okay. Keine Angst. So, mal schauen, ob wir denn dort vielleicht irgendwas finden. Die Insel, glaube ich, sieht auch ein bisschen größer aus als meine. Vielleicht bleibe ich sogar dort. Mal schauen. Aber dann müsst ihr nochmal auf jeden Fall wieder zurück meine ganzen Sachen holen. Ich habe da noch sehr viele Steine rumliegen und auch einen Eimer. Ja, mal gucken. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist die Insel auch nicht so toll. Werden wir gleich sehen. Schauen wir mal. Meistens ist es ja immer so, in der Nähe von einer Insel, wo man spawnt, kannst du dir keine Basis aufbauen. Meistens sind diese Inseln eher ein bisschen schlecht. Ja, die Fische sind noch durch die Gegend schwimmen, das ist sehr schön. Oh, die Insel ist gar nicht so wenig weit entfernt. Aber das ist einfach auch viel zu langsam mit diesem scheiß Raft. Mit diesem Life Raft kommen sie nicht so schnell voran. Da muss man echt gucken, so schnell wie möglich so ein Floß zu bauen. Und dann die anderen Inseln halt eben ja, zu bereisen. Zu erkunden. Mache ich dann auch. Aber erstmal schauen, denn ohne Steine komme ich nicht weit. Ja, diese Insel ist ein bisschen größer, ein bisschen weitläufiger. Aber mal gucken, ob diese Insel auch genug Ressourcen hat für mich. Ob ich da genug Sticks und Steine und alles zusammenbekomme. Das ist natürlich eine andere Frage. Mal mal sehen. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus, die Insel. Gefällt mir auf jeden Fall besser als meine. Viel besser. Wie schön. Das ist meine Insel. Das ist Hellgamings Insel. Ja, ich bleibe hier. Die ist geil. Hier auch ein riesengroßer, schöner Strand. Ja, sehr geil. Hier bleibe ich. Das ist meine neue Heimat. Das ist meine neue Heimat. Das ist meins. Hier, ich bleiben. Hier ist schön. Hier gibt es auch hoffentlich weniger verfickte Schlangen.
Also deckt hier noch eine Flucht. Schaut mal, eine Kudatzflucht. Sehr schön. Wunderbar, extra Kudatz gesagt. Weil das auf Serbisch Schwanz heißt. So, nehme ich meinen Schwanz im Mund. Wunderbar. Sehr schön. So. Und schön weiter hacken. Jawohl, also ich bleib hier. Hier gefällt es mir. Hier ist echt sehr nice. Hier kann man noch viel mehr bauen. Schaut mal hier, wie viel Platz hier ist. So ein riesengroßer, fetter Stand nur für mich. Wie geil ist das? Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Hier werde ich meine Base bauen. Ja, hier werde ich meine Base bauen. Die Frage ist aber nur, ob ich dann noch genug Holz und alles zusammenfinde. Hier hat man auch ein bisschen Scrap-Dinger. Schaut mal, gerade geht die Scrap. Nehmen wir da mit. Damit kann man nämlich auch was bauen. Hier noch ein paar Steinchen. Sehr schön. Gefällt mir. Finde ich echt geil. Die Insel hat was. Das ist jetzt meine neue Heimatinsel. Hier werde ich bleiben. Ja, und wie ich hier bleiben werde. Richtig geil. So, das noch mitnehmen. Denn damit werde ich mir dann gleich auch später was bauen. Erstmal bauen wir jetzt noch ein Shelter. Hier, damit ich auch hier bleiben kann. Damit man auch hier auch speichern kann. Machen wir jetzt gleich. So, das kann man auch mitnehmen. Sehr schön. Plank Scrap mitnehmen. Sehr schön, immer noch ein Driftwood Pile. Machen wir dann auch gleich nochmal auseinander kurz. Ja, auf diese Insel wird es sein. Die gefällt mir. Ah komm, das kann man noch später zerhacken. Brauche ich jetzt nicht. Erstmal gucken, ob diese Insel hier auch wirklich genug hat für mich. Ob hier auch wirklich genügend interessante Sachen rumliegen. Hier haben wir noch einen Stiftswrack, sieht man hier. Leicht aus dem Wasser ragen. Hier haben wir noch Steine. Sehr schön. Ich sammle jetzt einfach mal alle Steine, die ich einfach mal so finde. Ne? Mache ich jetzt. So, denn die sind wichtig. Die braucht man ja auch unbedingt auch für Pfeil und Bogen. Ja, man braucht ja auch für Pfeile. Die Steine. Um Spitzen machen zu können. Also Steine sind jetzt echt um einiges wichtiger geworden in dem Spiel. Davor brauchte man die nicht so wirklich, aber jetzt braucht man sie unbedingt. So. Davor hast du nur Steine gebraucht, wenn du so ein Campfire-Pit machen willst und dir irgendwie eine Axt bauen willst oder so. Jetzt brauchst du aber auch für die Pfeile. So, alles mitnehmen. Ihr seht, man kann noch einiges mehr tragen. Das ist schon gut. So, hier noch mitnehmen. Mitnehmen. Okay. Wir haben hier aber irgendwie keinen Bucket oder so. Das heißt, ich werde jetzt mal diese ganzen Sachen dann später auch mal ablegen dort vorne. Wenn wir so ein Shelter bauen, speichern, schlafen. Und diese Insel wird es dann sein. Aber die Insel finde ich echt gut. Bis jetzt auch noch keine Schlange begegnet. Oh, ich bin voll. Jetzt bin ich schon voll. Okay. Gut, dann müssen wir noch kurz mal eine Palme köpfen. Um mir diese Palm-Dings da zu holen. Diese Palm-Fronts. Damit ich mir ein Shelter bauen kann. Bevor es dunkel wird, wäre das schön, wenn ich das hinbekommen würde. Denn im Dunkeln habe ich Angst. So, geht kaputt. Baumfeld! Jawoll! Und Palm-Top kaputt machen. So, geht jetzt kaputt. Man braucht 20 Jahre, bis sie kaputt gehen. Palm Tops dauert echt ewig. So. Nicht die Log. Ist das jetzt richtig? Egal, ich hau mal drauf. Wird schon passen. Hau mal einfach schon drauf und dann passt das schon. Jawohl, Palm Front. Nice. Aber ich kann das nicht aufheben gerade, weil ich zu voll bin. Dann muss ich halt kurz einen Stick hier fallen lassen. So, wie viel brauche ich denn Palm Fronts? Schauen wir mal kurz bei Craften. Shelter. Palm Leaf, Lashings. Okay, habe ich genügend. Gut, dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen aus. Für mein Shelter. Für meinen Schlafplatz. Und zwar, ja, hier irgendwo. Aber hier einfach mal fett auf der Insel, auf dem Strand hier irgendwo. Das ist geil. So richtig schön auf dem Strand. Das ist nice. So, Shelter. Da brauchen wir Lashings dafür. So. Scheiße, habe ich da zu wenig von? Fuck. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke. Was kann ich denn hier fallen lassen kurz? Das kann ich kurz fallen lassen. Brauche ich nicht wirklich. Hier sogar die Uhr leuchtet auf Nacht. Wenn man Gegenstand in der Hand haltet. Das ist schon mal nice gemacht. Okay, so, wir müssen noch kurz ein paar Mini-Palmen köpfen. Damit ich genug habe, um mir ein Lashing zu bauen. Da fehlt mir gerade noch ein bisschen was. So, 1 von 4. Passt. Dann kann ich mir ein Lashing bauen und dann kann ich mir ein Shelter bauen. So. Wunderbar. Jetzt noch schön ein Shelter. Und da haben wir unser Zelt. Und das werde ich hier so hinbauen. Komm, hier so. Oder? Oder mitten auf dem Strand? Was ist besser? Mitten auf dem Strand oder nicht?
Denn mitten auf dem Stand hat schon was. Ja, mitten am Stand hat das schon was. So, hier hin. Hier ist doch cool. So, hier mache ich das. Hier finde ich das nice. Hier will ich das auch machen. So, direkt neben dem Stein hier. So. Bam. Wunderbar. So. Speichern kurz. Schlafen. Und ich würde sagen, fürs Erste machen wir einen kurzen Cut, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, Däumchen da lassen und schreibt in den Kommentaren. Hashtag die neue Insel ist geil. So weiß ich, dass ihr bis zu Ende geguckt habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Hellgaming. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.